Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita. Die Zungenspitze macht 3 Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei 3 gegen die Zähne. Lolita. Sie war Loh, einfach Loh am Morgen, wenn sie 4 Fuß 10 groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen, sie war Dolly in der Schule, sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita. Es war das gleiche Kind. Die gleichen zerbrechlichen, honigfarbenen Schultern, der gleiche seidige, geschmeidige, nackte Rücken, der gleiche kastanienbraune Haarschopf. Ein gepunktetes schwarzes Tuch um ihren Oberkörper geknotet, verbarg meinen alternden Gorilla-Augen, nicht aber den Blicken junger Erinnerung, die jugendlichen Brüste, die ich eines unsterblichen Tages liebkost hatte. Ich hatte gedacht, es würden Monate, vielleicht Jahre vergehen, ehe ich den Mut aufbrächte, mich Dolores Hayes zu entdecken. Doch um 6 war sie hellwach und um 6:15 waren wir im Wortsinn ein Liebespaar. Ich werde Ihnen etwas sehr Sonderbares verraten. Es war sie, die mich verführte. Ich war ein 5-beiniges Ungeheuer. Aber ich liebte dich. Ich war verabscheuungswürdig und brutal und verworfen und vieles mehr. Mais je t'aimais. Je t'aimais. Und es gab Zeiten, in denen ich wusste, wie dir zumute war. Und es war die Hölle, es zu wissen, meine Kleine. Aus Gründen, die offensichtlich erscheinen, als sie es in Wirklichkeit sind, bin ich ein Gegner der Todesstrafe. Der Richter, der das Urteil spricht, wird diese Ansicht hoffentlich teilen. Hätte ich mir selber den Prozess zu machen, so hätte ich Humbert wegen Vergewaltigung zu mindestens 35 Jahren verurteilt und den Rest der Anklage fallen lassen.